So, bevor wir jetzt anfangen, kurz zusammenfassen, was wollten wir heute machen? Wir wollten heute Steine holen. Also brauchen wir dafür eine Pickaxe, haben wir. Wir brauchen Platz, haben wir auch. Und was zu essen wäre noch ganz schick. Da haben wir nichts mehr. Na gut, Gold können wir auch einsacken. Und wir haben noch die Nacht vor uns. Stimmt, aber was? Okay. Das Monsterfleisch können wir im Notfall essen. Das Talbot-Ei könnten wir verkochen, aber halte ich nicht so viel von. Mit den Samen bespicken wir mal die Fallen. Denn Fleisch dürfte immer noch ein wenig mehr geben als gekochte Samen. Auch wenn ich mir gar nicht mehr so sicher bin. Die haben ja in der Nahrung ganz schön rumgedreht. Also was vorher nach ein, zweimal Essen fast voll gemacht hat, bringt jetzt nur noch 5, 6 Punkte. Das ist schon ganz schön krass. Aber ja, so Holz einmal stapeln, wieder hinschmeißen. Wir haben ganz schön viel Holz. Was war eigentlich mit den Kisten? Kiste. Drei Bretter. Oh. Okay. Kiste. Wo packen wir unsere Kisten hin? Wollen wir in dem Lager schon Kisten haben? Oder lieber hier oben irgendwo? Wo ist die Kiste jetzt geblieben? Ich habe doch eben gerade die Kiste gebaut. Bretter sind weg. Nö, ich sehe keine Kiste mehr. Das dürfte definitiv ein Bug sein. Also man sollte nicht, wenn man gerade eine Kiste bauen will, auf die Karte gucken. Vielleicht habe ich jetzt irgendwo hier hinten eine Kiste gebaut, ohne es zu merken, durch den Bug. Das wäre ja auch nicht schlecht. Aber gut, so wird mir wenigstens die Entscheidung abgenommen. Obwohl ich ja doch ganz gerne eine Kiste hier hätte. Weil ich denke mal, zum Schweinedorf werden wir recht häufig zurückkommen. Also komm, bauen wir einfach eine neue. Nein, nicht. Okay, Kiste da. Und die steht auch wirklich sehr gut. Da kommt jetzt mal rein unser Gold, unsere Sch Wow. Unsere Steinblöcke. Die bauen wir neu hin. So. Und wir wollten jetzt ganz schnell Steine hacken gehen. Das müssen wir da unten rein. Aber vorher will ich noch mal ganz kurz gucken, wo die Kiste abgeblieben ist. Hier oben im Dunkeln ist echt keine. Ich drehe mal ein bisschen die Karte. Ne, skurril. Also wahrscheinlich übersehe ich wieder irgendwas total Offensichtliches. Aber für mich sieht das nach einem Bug aus. Na gut. Einmal hier rein. Ui. Njom, 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 njom. Zack. So, Steine waren durch die Spinnen oder durch die Spinnen. Dann geben wir nochmal durch das eine Spinnenei statt durch die drei. Wir brauchen auch bald einen Rasierer. Und dann sollten wir eigentlich entweder Schweine oder Yaks töten gehen. Lieber Tollbird, ganz lieber Tollbird. Das ist nicht lieb. Ich will doch nur Steine hauen. Also wir hätten jetzt genug für einen Kochtopf, aber ich hätte schon gerne mehr. Jetzt müssen wir irgendwo Samen finden. Oder wir locken die in die Spinnen rein. Oder sie bleiben einfach stehen. Ist natürlich auch schick. Haben wir hier oben noch Steine? Nö, nur die Gräber. Da bin ich jetzt aber auch mal neugierig. Können wir gerade eine Schaufel bauen? Nö, fehlt ein Flint. Na gut, dann schleichen wir uns nochmal zu den Tallbirds. Versuchen, den Steine abzubauen. Kommt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Schnapp einen Flint, schnapp die Steine. Und weg, 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 weg. Ah, die scheinen in diesem Spinnenschleim hängen zu bleiben. Die wollen da gar nicht erst durchlaufen. Ah, ist ja auch gut zu wissen. So, eine Schaufel. Wir hatten schon eine Schaufel. Gut, das ignorieren wir gekonnt.
ein Gebiss. Und ja, du bist hungrig. Bringen Blumen essen? 48? Nein. Dann sollten wir mal ganz schnell den da hinschmeißen und töten. Oh, Samen, sehr schön. Und ein Truthahn. Kriegen wir dich irgendwie? Nee. Wenn er jetzt irgendwo Wasser wäre, könnten wir ihn, ah, genau, in die Ecke treiben. Ja, genau so, du doofes Ding. Wenigstens etwas essen. So, Samen nehmen wir auch noch mit. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Nicht ganz so erfolgreich, wie ich gerne gehabt hätte. Zumal wir Zeit damit verschwendet haben, eine zweite Schaufel zu bauen. Also Zeit und Ressourcen. Aber die kommt einfach in die Kiste, das ist schon okay. Hm, zurück. Flupp. So. Ganz schnell nach oben und Essen kochen. Weil verhungern wäre ein wenig doof. Wollen wir dich umbringen? Komm mal mit. Ah, hat doch eine längere Reichweite. Na gut, müssen wir den halt auch noch umbringen. Habe ich nicht so wirklich ein Problem mit. Dafür lassen wir mal ein Gold da. So, mal gucken, ob die anderen jetzt auch aggressiv sind. Nö, ihr habt das gar nicht mitbekommen, richtig? Richtig, sehr schön. Dann verfeuern wir das doch schon mal. Machen uns eine Kleinigkeit zu essen. 10 Punkte. Oder 12. Ist doch albern. Na gut. Dich und dich auch noch. Boah, Wilson kann jetzt so viel essen, bis er satt wird. Beziehungsweise dauert Ewigkeiten. So, du auf dem Boden, sterben. Dich wieder dahin. Samen rein. Das gute Fleisch. Davon würde ich mir eigentlich ganz gerne eine Fleischstatue basteln. Ja? Ich hätte schwören können, ich hätte die gerade bespannt. Du isst jetzt aber nicht die Samen da weg. Nee, gut. So, verkochen. Na, sabada. So. Nein, kochen. So, Lebenspunkte sind wir voll. Essen sind wir echt hart am Kämpfen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das mit den Vögeln scheint ja ganz gut zu funktionieren. Und die... Was war das gerade? Ein komisches Geräusch. Ah ja, mit den Vögeln scheint das Ganze gut zu funktionieren. Und sie haben die Droprate von den Federn anscheinend gesenkt. Davon hatten wir ja früher quasi unendlich. So, die Steine brauchen wir gleich. Die eine Schaufel können wir einlagern. Die Feder können wir einlagern. Die Zähne können wir einlagern. Das auch. Das Ei sowieso. Und wieder ein Fleisch. Zack. Da war gerade schon dieses komische Zischgeräusch. Hat das irgendwas mit den Uhrzeiten zu tun? Hm, na gut. 1, 2, 3. Ja, so. Essen, essen. Kohle einsacken. Und jetzt könnten wir eigentlich den Topf bauen. Topf. Wir brauchen noch 4 Stickies und einmal geschliffene Steine. Geschliffene Steine sind kein Problem. Stickies schon eher. Hm. Na gut. Steine kommen erstmal hier rein. Das ganze Holz auch. Das gute Fleisch auch. Und was brauchen wir jetzt alles für die Fleischstatue? Wir brauchen noch ein Brett, noch 4 Wilson-Haare und 4 gutes Fleisch. Okay, Rasierer. Was brauchen wir für den Rasierer? Hammer, Razor, 2 Flint. Das ist machbar. So. Dann rasieren wir dich auch gleich mal ab.
4 Wilson-Haare brauchen wir. Und wir haben 1, 2, 3. Oh, sehr gut. Also in 1-2 Tagen oder eher 2-3 Tagen haben wir auch genug davon. Sehr schön. Ich mache nochmal ein paar Bretter. So, wir brauchen ja 4 für die Fleischstatue. Und ich hätte gern noch eine Kiste. Und diesmal auch wirklich. So, die kommt ja gleich daneben. Dann sortieren wir mal ein wenig um. Dass denn die Bio-Sachen oben reinkommen. Und ich zähle die Zähne mal als Bio. Und die anderen Sachen nach unten. So. Die essen wirklich die Samen, die elenden. Es war doch keine so gute Idee, hier ein Lager aufzuschlagen. So, Pigskin gehört auch als Bio. Haare gehören als Bio. Du gehörst da unten rein. Die Steine bleiben auch hier. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Primär noch mehr Steine holen. Und Stickies. Nebenbei halt noch Samen. Wobei wir die jetzt nicht mehr benutzen, um die Vogelfalle zu bespicken. Außer wir machen das nur nachts. Sondern einfach so, um die zwischendurch zu essen. Wir bringen ja auch gut Hunger. So. Ich finde es komisch, dass noch keine Wölfe gekommen sind. Ja. Und schon hört man das erste Keuchen. Ich nehme noch mit. Und wir laufen ab zu den Schweinen. Mit den Schweinen zusammen dürfte das ja echt kein Problem sein. So. Rüstung an. Ach, den Helm konnten wir noch nicht bauen, ne? Da brauchten wir die andere Forschungsmaschine für. Juhu, dafür haben wir jetzt einen Strohhut. Wo bleiben die Wölfe? Ich will keine Zeit verschwenden. Hast du das gehört? Ja, habe ich. Schon vor 2-3 Minuten. Na kommt schon. Weh, ihr wartet jetzt bis zur Nacht. Das wäre echt unfair. Na gut, dann arbeiten wir einfach weiter, als wenn nichts passiert wäre und laufen erst los, wenn das Keuchen im Hintergrund aufhört. Die scheinen echt zu warten. Das wäre echt hinterhältig. Essen sieht so lala aus. Wenn es nicht so viele sind, dann bringe ich die, glaube ich, alleine um. Und mache das nicht mit den Schweinen zusammen. Weil die Schweine essen deren Fleisch hier immer gleich auf. Oh, keuchen nicht auf. Ja, ist nur einer. Okay, es sind zwei. Trotzdem albern. Ja, nö, so viel dazu. Hat mir schon richtig Sorgen gemacht, dass jetzt eine ganze Horde kommt. Wegen den ganzen Horrorgeschichten, die ich mal höre. Dass man nur die erste Woche überlebt und gleich abkratzt und so weiter. Gut, dich kochen. Dich kochen. Und gleich essen. 87, 82, also echt nur 5 Lebenspunkte. Das ist echt zu verkraften. Stickies haben wir jetzt auch, aber wir sollten den Tag noch ein wenig ausnutzen und noch mehr Ressourcen sammeln. Oder einfach nochmal so ein Spinnenei einhauen. Das wird mir hier echt zu groß. Oh, das hatten wir schon gekillt, aber das Zeug ist immer noch auf dem Boden. So lange? Also ja, doof. Okay. Müssen wir im Auge behalten. Aber wenn das gar nicht weggeht, dann müssen wir so schnell wie möglich alle Eier wegmachen. Sonst haben wir nur noch Spinnenboden später. Oh, ein Grabmal. Da gucken wir mal rein. Ein Kazoon. Okay. Die Frage ist echt berechtigt. Wozu gibt es jetzt noch Gräber? Weil man ja nichts mehr verforschen kann. Kann man die Teile vielleicht irgendwo jetzt vertauschen oder verfeuern? Das wäre irgendwie albern. Das Samen da.
Oh, der hier ist schön groß. So. Alles schön eingesackt. Die Stickies, da nehmen wir auch noch mit. Und dann sollten wir langsam schon wieder nach Hause laufen. Was wird doch ein wenig zäh. Vielleicht sollten wir anfangen, Farmen zu bauen. Aber dazu müssten wir zurück zur anderen Basis, um Dünger zu bekommen. Ja, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Weil sonst kräuchten wir hier echt wochenlang rum, bis wir einigermaßen stabil sind, was das Essen angeht. Oder wir fangen an, die Vögelnester außerhalb von dem Schweinebereich aufzustellen. Hey, warum ist das gerade alles verschwunden? Habt ihr das gesehen? Da sind vier Sachen rausgeplumpst aus dem Baum. Ich habe eins aufgehoben, es gab Tag- und Nachtwechsel und plötzlich war alles weg. Das ist ja unfair. Also irgendwie scheint mir diese Version ein wenig verpackt zu sein. Aber na gut. Können wir nichts dran ändern. In 6 Tagen oder so kommt ja schon die nächste. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Fake Kazoo. Können wir nicht verbrennen. Können wir nicht verforschen. Schweinekönig? Wow. Der mag definitiv Sachen aus Grüften. Hatten wir nicht noch irgendwas? Genau, die Zähne. Da, Zähne. Schweinekönig schläft. So viel dazu. Hunger. Wilson hat Hunger. Njum. 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 So. Das Ding heben wir mal auf. Und stellen wir nachher irgendwo da unten in dieses Wurmlochs auf. Können wir noch mehr davon bauen? Ja, könnten wir. Sollten immer wieder den Rucksack anziehen. Hm? So, so, so. Genau, das Ding da. Sehr schön. Die stellen wir jetzt alle unten hin. Eins davon können wir bespannen und die anderen werden hoffentlich irgendwann auch mal ausgelöst.